Hallo und herzlich willkommen zum Videotutorial. Diesmal geht es um Formulare. Ich teile dieses Video auf in mehrere Teilbereiche, weil die Thematik etwas komplexer ist und wir fangen heute an mit den alten Steuerelementen von der Vorgängerversion von Formularen. Ja, ich habe hier ein Word-Formular vorbereitet. Das Ganze ist hier eine Tabelle. Man sieht es, wenn man hier mit der Maus drauf geht, wenn man hier außerhalb klickt, dann das ist die normale Überschrift. Normalerweise würde man das jetzt ausdrucken und dann könnte man das ganz normal mit dem Stift ausfüllen. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, das Ganze am Computer auszufüllen. Und zwar nicht einfach so, dass man hier auch entsprechend was verändern kann, sondern so, dass man nur in sogenannten Formularfeldern Eingaben machen kann. Diese Formularfelder muss man erstmal einschalten. Das findet man unter Datei und Optionen und dann hier bei Menüband anpassen. Hier sieht man bereits, sind die Entwicklertools aktiviert. Also wenn ich jetzt hier mein Häkchen rausnehme, dann sehe ich das hier nicht mehr. Hier haben wir nur Sendungen, Überprüfen, Ansicht und hier bei Datei, Optionen, Menüband anpassen. Wenn ich hier das Häkchen wieder reinnehme, dann sind hier die Entwicklertools sichtbar. Gut, hier gibt es zwei Varianten. Einmal Entwicklertools, die erst im Word 2010 auftauchen. Und es gibt noch die alten Vorversionstools. Die funktionieren allerdings nur, wenn das Dokument entsprechend gesperrt ist. Ich mache jetzt erstmal die Version der Vorversion Entwickler Tools, wo man das Dokument zum Schluss schützen muss. Also hier hätten wir die Schaltfläche für Texte. Also kann ich hier in diesem Bereich die Textfelder eingeben. Hier bei Geschlecht kann man das anders lösen. Man könnte jetzt also hergehen und sagt hier einmal männlich und weiblich. Das müssen wir noch rückgängig machen. Und dann könnte man hier ein Kontrollkästchen setzen. Hier ebenfalls. Halt, das war das Falsche. Das war diese Version. Wir brauchen hier das alte. Man könnte auch schauen, dass die möglichst untereinander sind. Am besten macht man das dann hinten hin. Gott, jetzt sind die genau untereinander. Und hier bei Kurs könnte man hier noch ein Kombinationsfeld setzen. Allerdings muss man das noch entsprechend mit Werte füllen. Das heißt, ich klicke hier doppelt drauf, dann geht hier eine Formularschaltfläche auf und hier setze ich entsprechende Werte. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel Yoga eingeben, Spinning, Pilates. Und wenn ich das bestätige, dann ist hier das obere immer sichtbar. Darum wäre es gut, wenn man hier noch eingibt, wählen und das Ganze kann man dann hier entsprechend nach oben setzen. Man kann aber auch andere Sachen hier entsprechend auch verschieben. Nur steht hier dann eben drin, bitte wählen, so dass man hier weiß, hier ist was auszuwählen. So, jetzt funktioniert das allerdings noch nicht. Wenn ich hier zu schreiben anfange, dann verschwindet mein Formularfeld. Auch hier, wenn ich hier draufklicke, da kann ich höchstens eingeben, soll schon aktiviert sein oder deaktiviert. Das ist allerdings ziemlich umständlich für ein Formular. Wir wollen uns ja hier Arbeit erleichtern und deshalb fehlt jetzt dieser Schritt Bearbeitung einschränken noch und jetzt müssen wir dieses Dokument schützen. Das bedeutet, wir klicken hier auf nur Bearbeitung zulassen und zwar das Ausfüllen von Formularen. Und wenn man jetzt sagt Schutz anwenden, könnte man noch ein Kennwort eingeben. Ich mache das jetzt mal nicht und man sagt okay. Jetzt ist das Dokument geschützt und jetzt kann ich auch nichts mehr verändern. Also ich kann jetzt hier die Überschrift nicht weglöschen. Ich kann nur in diesen Formularfeldern Veränderungen vornehmen. Ich kann hier meinen Namen eintragen. Ich kann hier die Kontrollkästchen anklicken und ich kann hier in diesem Dropdown-Feld das entsprechende
den entsprechenden Wert auswählen, den ich haben möchte, und ansonsten eben nichts, weil das ist der Vorteil von diesem Formular eben, dass die Inhalte nicht verändert werden können.